Okay, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge Build Attack und ja, ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen was gemacht. Ich bin ja jetzt hier in der Mittelalterstadt derzeit und ja, da war ich ein bisschen aktiv offscreen und habe natürlich mir mal mein Haus weitergebaut. Ja, jetzt ist nur die Frage, habe ich noch Wolle? Nee, gerade nicht. Okay, dann gehe ich mal zum Spawn und hole mal welche aus der anderen Welt, weil sonst geht mir das ja auf die Nerven mit dem Regen. Und ja, ich muss mich beeilen, weil sonst wird es wieder Tag und ich kann den Regen gar nicht mehr überspringen. Deswegen schnell mal in die moderne Welt. Hier regnet es auch und ist Nacht, aber hier ist es mir egal, ne? Hier kann ich ja dann einfach nur mal kurz vorbeischauen. Und ja, ich bin mal gespannt, ne? Bis zur nächsten Folge werde ich auf jeden Fall versuchen, noch was offscreen zu machen. Und mal sehen, ob das noch einiges sein wird. Ich bin mal gespannt. Ach, hier haben wir ja ein Bett. Ah, komm, ich mach mir mal noch eins, weil ich so viel Geld habe. Oder hä? Wo ist denn mein gelbes Bett schon wieder hin? Alter, wer klaut denn immer mein Bett? Das finde ich aber absolut affig hier. Mein Bett ist schon wieder weg. Ich hatte noch ein gelbes Bett. Das kann nicht sein, das wurde schon mal gestohlen. Alter, ich glaube es nicht. Dann nehme ich jetzt doch das Weiße, wenn das hier eh ständig gestohlen wird. Ja. Dann lohnt es sich jetzt nicht noch eins zu craften, ey. Ganz ehrlich, das kotzt mich an. So, ach, hier muss ich hin. So, es ist immer so kompliziert, die Welten zu wechseln, finde ich. Weil man muss immer vom Spawn nochmal dahin laufen und so, weißt du, das ist immer nervig, dass man dann nicht direkt hier am Spawn landen kann, per Befehl. Oder geht das? Ich weiß es nicht. Naja, ich mach mal hier. Oh nein, kann das sein? Ach so, doch, ich kann ja schlafen. Sah nur gerade so aus, als könnte ich das nicht. So, ich hoffe, der Regen geht weg. Einmal hat es funktioniert, aber einmal auch nicht. Ja, ich glaube, es hat nicht funktioniert, ey. Diese Scheiße. Mit dem scheiße Rotzregen. Ich hasse es. Ich hasse diese Scheiße, ey. Ganz ehrlich. Das ist einfach nur ekelhaft. Ich dachte, jetzt hat es schon aufgehört, ey. Mann, das kann doch nicht sein. So, ich will auf jeden Fall jetzt hier, ja, noch ein bisschen was machen. Eine Tür wollte ich, hatte ich vor. Auf jeden Fall. Die kommt dann mal dahin. Dann, ja, können ja hier noch ein paar Fenster hin. Würde ich sagen. Und dann nehmen wir natürlich ein paar Fences, ne? So, da kann ich ja hier den Baum nehmen. Alter, was ist denn hier los, hä? Lol. Ach so, das ist ein Gebäude. Ja, sorry. Ich dachte schon, hä? Was geht denn hier bitte ab? So, machen wir das mal zu. Ist irgend so ein Labyrinth, scheint zumindest zu sein. Und, ja, wahrscheinlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht, oder? Ich weiß nicht, vielleicht auch doch. Auf jeden Fall mit so Magma-Blocks. Ja, ich weiß gar nicht, ob das Innere der Gebäude auch dem Baustil der Welt hier angepasst sein muss. Also ob man da jetzt zum Beispiel keine anderen Sachen nehmen kann. Ach so, hier ist eh ein Eingang. Minecraft Food Tour. Okay, das kann ich nicht aussprechen. Oder Futur Eingang. Nee. Future Arrain. Wer denkt sich so ein Scheißwort aus? Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, eigentlich ist das ja nicht so passend hier zu der Welt, ne? Sowas mit Zukunft und so, konnte ich mir schon denken gerade, weil Magma-Block so, ja, das sieht nicht so nach Mittelalter aus, keine Ahnung. Vor allem in Minecraft nicht, weil das eben noch so relativ neue Blöcke sind und irgendwie, ja, auch durch die 1.13 jetzt mit dieser neuen Funktion irgendwie ziemlich modern scheinen, ne? Keine Ahnung. Und deswegen kommt einem das gar nicht so mittelalterlich halt vor. Aber okay, mir ist es egal. Der Server wird eh bald geschlossen, wie es aussieht, ne? Nächste Folge ist dann die letzte Folge wahrscheinlich. Da werde ich das nochmal ansprechen. Und ja, dann werden wir sehen, ne? Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da bis dahin noch mein Haus fertig kriege hier. Das wäre ganz cool. Und eventuell auch noch, ja, irgendwie so andere Kleinigkeiten. Vor allem in der modernen Welt könnte ich vielleicht auch noch mein Haus bauen. Naja, ich muss mal schauen. Weil ich habe halt auch nicht so viele Materialien, ne? Dass ich jetzt so richtig da Möglichkeiten habe und fett bauen kann. Das geht halt zurzeit nicht, ne? So, aber ja, das kann ich ja schon mal hier so als Screenshot nehmen, oder? Eigentlich ja. Kann man machen. Und ja, dann geh mir bitte mal weg, du Zombie. Genau, da droppt er mir noch ein bisschen Eisen. Perfekt. Und ja, dann mal schauen. Also ich habe jetzt ein bisschen Holz wieder.
Da kann ich schon mal etwas Fences wieder machen. Ich versuche mich halt an den Baustil zu halten vom Mittelalter. Und die hatten ja nicht so viel Glas oder nicht so die Technik, Glas herzustellen. Das konnten die nicht. Und, oder beziehungsweise es war noch nicht so fortgeschritten. Und deswegen nehme ich da Zäune einfach, ne? So als Glas einfach mal, als Ersatz. Ich weiß nicht, fand ich eine ganz gute Idee. Das passt sicher und ja, da habe ich es dann einfach mal gemacht. Okay, ja, da haben wir jetzt auch eigentlich alle Fenster hier ausgefüllt. Und dann ist die Frage, naja, ich kann ja noch mal einen Ofen machen, obwohl, nee, ich habe nicht genug Kobbel. Naja, gut, egal. Ich mache mal fürs Erste hier ein Eisen durch. Und ja, dann ist die Frage, was machen wir noch? Soll ich hier die Schwarzeichen mitnehmen? Ich weiß gar nicht. Weil die eine ist halt sehr dicht an meinem Haus. Wäre vielleicht ratsam, da was zu machen. Naja, ich werde jetzt erst mal mir was ausdenken wegen der Sache. Ah ja, stimmt, ich hatte ja auch so ein Fassadendesign, ne? Und zwar sowas hier und dann sowas und dann so Mauern dazwischen, ne? Das ist mir einfach mal so eingefallen zwischendurch. Und da dachte ich, okay, warum nehmen wir es nicht? Aber hier ist es sicher nicht so passend, ne? Obwohl, hier könnte man es noch nehmen. Aber hier ist es irgendwie nicht so geil, oder? Nee, das passt irgendwie nicht. Hier am Eingang machen wir es ein bisschen anders, würde ich sagen. Da nehme ich eventuell dann nochmal andere Steine etc. Ne? So, aber die Mauern hier, die kommen auf jeden Fall nochmal dazwischen. Zack, das hätten wir. Und ja, dann noch ein bisschen Erde, damit ich hier hochkomme. Okay, perfekt. Ja, da kann man ja hier dann direkt so einen Übergang zum Dach machen oder so. Ne? Dass man eventuell hier so Dinger hat, ne? Keine Ahnung. Da ist natürlich die Frage, kommt da noch was drauf oder so? Ja, da könnte ich ja vielleicht den Balken noch weiterziehen, nach oben. Das würde gehen eventuell. Also gucke ich mal, wie das aussieht. So. Ah, na gut, das sieht nicht so geil aus. Ja. Bitte nerv mal nicht hier. Danke. Tschüss und ja, ich esse mal was kurz. Okay. Hier drüben könnte ich das ja auch nochmal probieren. Ich weiß nicht, ich werde da wahrscheinlich doch andere Blöcke nehmen. Aber das hatte ich halt jetzt gerade so dabei. Und vielleicht mache ich hier dann Holz hin, so für den Rest. Oder ich kann auch generell Holz nehmen, ne? Vielleicht ist das doch die bessere Wahl. Weil ich habe gerade eh keinen Kobbel mehr. Ja, habe ich die Tür zu? Nee. Mach ich mal kurz zu. So, ja, dann gucken wir mal. Zack. Leute, hier wird irgendwas gelöscht. Ach, das ist der Zombie, ne? Stimmt, wenn es regnet, dann kommen ja immer diese Lösch-Sounds quasi. Ist auch ganz interessant. So. Na, komm, weg mit dir. Könnte ich eigentlich auch mal als Fakt einsenden, ne? Bei Spark oder so. Dass Lösch-Sounds kommen. Das weiß bestimmt auch keiner. So. Muss ich mal gucken, ob ich das mal einsende. Ich wollte auf jeden Fall hier und da auch mal Fakten einsenden bei Spark. Und ja, warum nicht? Vielleicht nehme ich das sogar als Rätsel noch bei mir. Oh, das wäre doch mal was. Mal schauen. So, ich weiß nicht, ob das gut aussieht hier mit der Ecke. Ja, könnte gehen. Ja, muss ich mal schauen. Ich werde wahrscheinlich hier noch so eine Fensterbank hinmachen. Das gefällt mir, glaube ich, ganz gut, die Idee. Die Frage ist nur, woraus? Ich denke mal auch aus Eichenholz. Da haben wir ein bisschen Abwechslung noch. Und ja, ich denke mal, das ist eine ganz gute Sache, Abwechslung zu haben, ne? So, hier. Zack. Und, ja, auf der anderen Seite könnte ich das genauso machen, ne? Weil hier passt es halt irgendwie an den Seiten entsprechend. Genau, und da habe ich auch genau mein Holz genutzt oder meine Slabs. Und hier muss ich halt nochmal gucken, ne? Ich brauche Holz unbedingt dafür. Und das habe ich halt gerade noch nicht. Und ich würde sagen, hier mache ich dann auch mal den Baum weg, weil das passt gerade noch nicht so. Ja, es ist halt noch ein bisschen viel hier und deswegen einfach mal abbauen, ne, würde ich sagen. Die Frage ist nur, na, ich müsste mich hier nochmal hochstacken. So, ich glaube, hier hängt auch noch ein bisschen viel über, ne. Das kann auch noch weg, so an der Stelle, zack. Ja, okay. Ja, perfekt. Und ich bin mal gespannt, wie viel ich dann eben schaffe bis zum nächsten Mal. Ich hoffe doch einiges, aber ich muss dann halt ein bisschen noch offscreen spielen, damit ich was hinkriege, ne? Das ist klar. Aber ja, werden wir sehen, ne? Vielleicht gelingt mir das ja ganz gut. Und ja, mal schauen. So, ich denke mal, ich habe das aber ganz gut hinbekommen mit dem Haus erstmal, mit der Idee.
Und dann versuche ich da noch ein bisschen dran zu feilen, ne? So, ich kann da mal hier den Rest noch durchcraften und noch ein paar Treppen machen. Nicht zu viele vielleicht. Naja, komm, machen wir das mal so. Und dann kann man ja hier das nochmal kurz machen. Natürlich hört es auf zu regnen, genau am Ende der Folge. Ja, geil, ey. Ich bin sowas von begeistert, weißt du? Das finde ich doch einfach nur geil. Ja? Also ich verstehe das nicht, warum das immer so scheiße sein muss. So. Na, hallo. Man kann hier kaum bauen auf den Zäunen, ey. Da muss man richtig vorsichtig sein. Ja, okay. Den Rest mache ich dann später, wie gesagt. Und ja, dann erstmal tschüss.